dem Fahrenger. Wo ist denn der eigentlich? Der müsste doch hier irgendwo pofen, da ist er. Besucht ihr die Drachenfeste, um über die andauernden Feindseligkeiten zu diskutieren? Werft einen Blick darauf. So, Bücher. Wenn ihr die entsprechende Begabung habt, solltet ihr die Akademie der Magier in Winterfeste besuchen. So, ich habe dem das jetzt alles mal verschenkt, dass sich unsere Redekunst wieder ein bisschen steigert. Ihr wisst ja, wie es ist. So, das lief doch schon mal wirklich blendend. Oh, und wir müssen noch eine Stufe aufsteigen. Was ist denn diesmal wieder dran? Magiker, glaube ich. Oder setze ich doch lieber noch mal in Ausdauer? Schauen wir mal. So. Ah, Gesundheit könnte, muss die anderen natürlich immer überragen. So, 260. Hui! Ja. So, es ist natürlich immer noch Nacht. Ich werde mich jetzt mal sämtlichem Scheiß entledigen, den ich nicht brauche. Den Rest der Nacht. Geiler Himmel. Ne? Den Rest der Nacht, glaube ich, werde ich im Bett verbringen. Mit Lydia, beziehungsweise die Lydia, die darf mir jetzt noch ihr Zeug geben, was sie noch hat. Ach, komm mal her. Ich gebe euch Deckung. Ja, ich möchte... Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Den kannst du behalten, das kannst du mir geben. Dann mal los. Oh, diese Drachenknochen sind vielleicht schwer, hä? So. So. Zack. Stab von Jurik Gauldursson. Was habe ich noch für Stäbe eigentlich? Okay. Ach, so viel lange brauchen wir nicht schlafen. 3 Stunden müssen reichen. Was ist denn hier eigentlich alles drin? Ich verstehe. Da eigentlich überall schon reingeschaut. Stiefel und Kleidung ist da drin. Cool. Und wo habe ich meine... Lydia. Stürze mir doch nicht so entgegen. Ah, da ist Crossis drinnen. Aber Crossis ist ja nichts für mich. So. Auf nach Weißlauf. Oh, da hängt immer noch dieses eine Schwert da. Von den... Das Katana. Warte. Ich kenne euch doch. Echt? Wartet. Ich kenne euch doch. Begeht ein Fehler, nee. Das sage ich jetzt mal lieber nicht. So. Ich sage, werft einen Blick darauf. So, ich brauche von dir ganz viel Eisenbarren. Ah, Eisenerz kannst du mir auch noch dazugeben. Kalkumbarren. Zwergische Metallbahn habe ich selber genug. Falls ihr etwas braucht. So, Kriegsjungfer. Kennt ihr meinen Vater? Willkommen in der... Wollt ihr euch schützen oder Schaden austeilen? Es ist schön, mit euch Geschäfte zu machen. Oh Gott! Jetzt haben sie wieder hier diese zwergischen Metallbarren zuhauf. Aber jetzt habe ich mir sie alle, jetzt habe ich sie mir alle schon selber geholt. Das ist den Leuten nicht bewusst. So, mal kurz safen, kann nicht schaden. Ich frage mich, wann die den Leichnam hier wegschaffen, falls der überhaupt verschwindet. Wahrscheinlich liegt er jetzt hier bis zum Ende des Spiels.
Es gibt ja kein Ende im Spiel, aber ihr wisst ja, was ich meine. So, jetzt werden wir unsere Schmiedekunst wieder etwas leveln. Und zwar, indem wir uns wieder alles ins Gepäck packen, was wir dafür brauchen. Und zwar Lederstreifen. So, mal schauen, was wir uns alles Schönes machen können. Bin ja gespannt. Stufe 32 sind wir mittlerweile schon. Ja, ab Stufe 40 behaupte ich mal, wir sind relativ gut. Und wie gesagt, ich spiele immer noch auf Meister, Leute. Ne? Wobei, es kam mir jetzt die letzten Mal immer so leicht vor. Jetzt schaue ich lieber nochmal Gameplay. Meister. Ja, so allmählich komme ich anscheinend in den Stufenbereich, wo es mit Meister relativ gut funktioniert. So. Hui! Ihr denkt, dass all der Rat, den mein Vater dem Jarl zukommen lässt, sein eigener ist? Sagen wir einfach, ich berate den Berater und belassen wir es dabei. So, jetzt gehen wir erstmal zur Schmelzhütte hier und schauen, was wir noch alles einschmelzen können. Da gibt es sicher noch ein bisschen was. Jawohl. Und Gold. Können wir auch ein bisschen was machen. Na, besser als nichts. So, jetzt bin ich gespannt. Vielleicht reicht es auch für ein bisschen Schmuck, weil Schmuck, jawohl. Oh nee, weil Schmuck habe ich mir von Tammy zeigen lassen. Danke für den Tipp übrigens. Bringt viel. Geht jetzt bei mir jetzt gerade nicht, aber naja, was soll's. Zwergenbogen. Und auf geht die Post. Deutlich schneller als wie mit diesen schwulen Daggers, wie ihr seht. So, damit sind wir schon auf der Hälfte von Stufe 33. So, Adrian. Ich sage nicht, werft einen Blick darauf. So, sonstiges, nein, halt, sonstiges. Das Golderz behalte ich. So, sonstiges, sind die wahnsinnig viel wert, die Dinger. Vergesst nicht, auch drinnen reinzuschauen, falls ihr etwas braucht. Ja, ja. Das mache ich gleich, weil das restliche Geld vom Ulfbert, das ich jetzt ausgegeben habe, das hole ich wieder. Klar kann ich nicht alles wieder reinholen, aber... Wir haben klein die besten Waffen und Rüstung. Bei sowas macht man immer ein bisschen Verlust, aber ihr wisst ja, wie es ist. So. Ich glaube, den Fuchs per... Ach, der hat kein Gold mehr. Warum hat der kein Gold mehr? Kleidung, Waffen. Ja gut, aber ich will das Zeug jetzt loswerden. Ah, die wären viel wert, die Dinger. Ups! Scheiße, jetzt habe ich zu viel verkauft. Irgendwas, was von großem Wert war. Die Spitzhacke. Na gut, eine Spitzhacke finde ich immer wieder. So, Bekleidung, Waffen. Ja genau, den anderen Ebenerzbogen. Den brauche ich nicht. Es ist schön, mit euch Geschäfte zu machen. Jawohl. So, jetzt haben wir den Großteil unserer zwergischen Metallbarren ja schon verarbeitet. Müssen wir fast wieder in eine Zwergenruine gehen und Lydia wieder Zeug sammeln lassen. So, was haben wir denn noch alles übrig? Sonstiges. Golderz. Leerstreifen, Malachit. Stahlbarren, was haben wir noch? Ja, die 60 zwergischen Metallbarren, die machen sich natürlich auch schwer im Gepäck. So, die ganzen Edelsteine packen wir mal hier rein. Das muss ja auch alles seine Ordnung haben, ne? Das
So, die Seelensteine immer dabei. Granatsteine, weg damit. Makelloser Amethyst, makelloser Granatstein, Rubin, Saphir, ein ungewöhnlicher Stein, den wir ja, wo wir die Quest haben, den auch noch zu einem Schätzer zu bringen. So, und was können wir jetzt beim Beletor noch alles loswerden? Haben wir überhaupt noch was, was wir bei dem loswerden können? Das sehen wir ja gleich. Jetzt schauen wir mal schnell vorbei. Ein paar Dietriche muss er auf jeden Fall für uns erübrigen. Seht euch nur gründlich um. Ich bin sicher, jetzt alles steht. Für manche ist es Ramsch. Für mich sind es Schätze. So. Ah. Drei Stück hat er wieder. Die können wir noch verkaufen. Zutaten muss ich auch noch verstauen. Boah, dieses Listeninventar macht mich schon manchmal echt kirre. Bitte kommt wieder. Aber hallo. So, jetzt lege ich noch die ganzen Zutaten ab, meine Lieben. Und dann würde ich mal sagen, wird es wieder Zeit für eine kleine Aufnahmepause. Das ist anscheinend mein Kamin. Weil eine offene Feuerstelle in einem Holzhaus, das ist ja sehr intelligent. Dürft ihr zu Hause gerne auch ausprobieren. Alchemie müssen wir dann... So, bleibst du jetzt vielleicht mal auf diesem Teller hier. Alchemie müssen wir dann auch mal wieder leveln, bei Gelegenheit. So, Zutaten, Blasenpilz, bla 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 bla, alles weg damit. Fall mal, oh, geht, was ich da alles für Zeug dabei habe. Ist voll eklig eigentlich. Was man alles so in der Hosentasche mit sich rumträgt. Salze der Leere. Und das Zwergenöl. Ups. Naja. So, jetzt sind wir ganz schön leicht. Jetzt wiegen wir nur noch 118. Aber klar, wir haben ja unsere schwere Rüstung weggegeben. Ich komme schon ohne ihr klar irgendwie. Lydia macht das schon. Müssen wir mal schauen, wie viel brauche ich denn, damit ich bei, ihr wisst schon, Schmiedekunst. So. Okay, einhändig vielleicht noch. Haha, nochmal den Landsknecht machen. Nice. Schwere Rüstung. Moloch geht noch nicht. Was haben wir denn hier? Arcana Schmied. Du kannst magische Waffenrüstungen verbessern. Na, das machen wir doch. Keine Elfenrüstungen, Waffen in Schmieden herstellen. Aha. Schuppenrüstungen und Stahlplattenrüstungen. Okay. Vulkanglas. Waffen und Drachenrüstung. Da will ich hin. Dädrische Schmiedekunst. Und für Ebenerzschmiedekunst brauchen wir 80. Sind wir gar nicht mehr so weit entfernt davon, Leute. Aber für heute waren wir mal wieder fleißig. Und beim nächsten Mal geht's weiter, wenn wir dann zurück in die Akademie zurückkehren und Ancano bekämpfen müssen mit dem Stab des Magnus. Sein etwas verwirrter Laufbursche, der uns töten sollte und dann doch auf Best Friends gemacht hat. Dem habe ich einfach nicht über den Weg getraut, deswegen habe ich ihn mal kurzerhand beseitigt. Naja, und ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, so wie jedes Mal eigentlich, hoffe ich das. Wenn es wieder heißt, Let's Play The Elder Scrolls 5 Skyrim mit Lydia und meiner Wenigkeit. Und ja, bis dahin, alles Gute, ciao, servus, euer Max.